Was geht ab, meine Freunde? Es ist wieder euer Boy, DVDN, aka Danny Dutton, gibt mir mehr für euch am Start. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Feedback Friday. Erstmal ein großes Shoutout an die Notification Squad. Ihr seid die Gang, Ehrenmänner, Ehrenfrauen, ihr wisst. Und ich möchte mich natürlich auch herzlich bedanken. Ich habe richtig viele Einsendungen gekriegt, sind jetzt über 30, 35 Mails, die ich gekriegt habe. Ich meine, ist jetzt von Anfang, kann man sagen, ja, ist doch nicht viel und so. Aber ey, ich meine, für so ein Format, ich dachte, okay, wie viele Leute machen da mit 5, 6 oder so. Aber deswegen auf jeden Fall, danke für euren Support, danke, dass ihr mitmacht. Es läuft wie folgt ab, ich habe 10 Producer rausgesucht, also die 10 ersten, die Mails geschickt haben. Und da höre ich mir jetzt gleich die Beats an und gebe ein bisschen Feedback. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich wirklich 3 komplett Beats durchhöre. So, ich werde die auch nicht durchhören, sondern so ein bisschen durchskippen. Ja, ich denke, ich werde einfach mal ein bisschen gucken, wie es läuft, wie das ein bisschen ankommt. Und wer weiß, vielleicht wird das ja so ein schönes, wiederkehrendes Format. So, also ich habe auf jeden Fall Bock und dann würde ich sagen, lass uns mal anfangen. So, dann fangen wir erstmal an mit dem Boy Aki Beats. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus, Aki Beats. Und ich habe mich entschieden für den Blackberry Beat, den NOX Offset Type Beat. Und da hören wir jetzt erstmal rein. Ein bisschen Turn Up. Oh, erstmal schön die Steel Drums. Mag ich ganz gerne. Also die Melos gefallen mir schon mal richtig gut. Ich glaube, ich skippe mal so ein bisschen vor, vielleicht. So, das war der Beat Blackberry von Aki. Mir gefallen die Melos sehr gut, vor allem diese schöne Steel Drum Melo, die so ein bisschen dieses Happy Vibe Feeling gibt. Plus diesen Synthi Plug, der dann hier noch kommt. So, weißt du, das ergänzt sich halt sehr gut. Und gibt halt diesen schönen Happy Vibe. Sound of Wolf an den Drums, finde ich auch, ist ein selbstiger Punkt, den viele irgendwie nicht gut treffen, bei dem hier gut gemacht. Auch wenn ich finde, dass die 808 ein bisschen mehr knallen könnte, da muss eine schöne Kick noch drunter. Einfach um in den Mitten nochmal ein bisschen präsenter zu sein. Vielleicht beim nächsten Beat ein bisschen beachten, aber so vom Vibe und von der Soundauswahl und der Melo gefällt mir richtig gut. Als nächstes haben wir den Boy Beats by Daku. Der hat den Dream Chasers Beat oder Dream Chaser Beat geschickt, den checke ich jetzt aus. Den habe ich noch nicht gehört. It's Daku. Ja, man, das ist so ein Beat für Ken Green, der liebt sowas. Aber jetzt muss eigentlich mit dem Aufbau nochmal richtig hitten. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das war Dream Chaser von Beats by Daku. Ich bin jetzt nicht so krass dieser EDM-Trap-Fan, aber das ist so ein Vibe, der mir gefällt, so auch mit diesen ganzen Vocal-Chops drin. Die ja so in diesen ganzen Produktionen, auch so, auch das merkst du auch an der Snare, dass die so ein bisschen mehr Substanz hat und nicht diese Standard-Trap-Snare, so die, ich kann es gar nicht beschreiben, die, so weißt du, die holt so kurz aus, man, ist jetzt nicht so mein Film, was ich so irgendwie hören, also so privat höre und so, aber wie gesagt, Kenny Boy würde den richtig lieben. Aufbau ist gut, Mix gefällt mir auch. Ich finde besonders schön gemacht sind die 808s, weil die ja so ein bisschen im Hintergrund sind und auch so ein paar schöne Slides haben, die das noch ganz ergänzen. Gefällt mir sehr gut. Ist jetzt nicht genau mein Film, weil ich ja eher so gerade ein bisschen härtere Sachen gerne höre. Aber gefällt mir so gut. Dann kommen wir als nächstes zu Ed, zu dem Boy Who Made a Hit. Siehst du, Boy Who Made a Hit auf YouTube. Und ich hatte mir den geilen Beat geschickt. Shaq West mit 4S. So, das liebe ich auch immer. So habe ich damals Beats auch mal benannt. Richtig nice, fühle ich. Also dafür schon mal 3 Punkte Vorsprung. Nein, alles gut. Ich höre mir den jetzt an. Schön die Pizzicato-Strings. Oh, okay. Melo ist sehr brutal, Alter. Boy,
Alter, okay, der ist wirklich brutal. Okay, ich glaube, dann loopt sich das nur wieder. Ja, also, Boy Who Made a Hit, du hast wirklich einen kleinen Hit erschaffen. Gefällt mir richtig gut von Amelo, hat so richtig diesen ekelhaften Shaq West Bounce, also besser zu den nicht betiteln können auf jeden Fall. Einziger Wermutstropfen, den ich so ein bisschen habe, und zwar, also vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber und zwar hast du am Ende in der Bassline noch diesen passt einfach nicht so. Ich glaube, ich hätte bei dem Beat auf jeden Fall einfach nur diese eine Bassnote gelassen, also quasi zwei Noten und dann immer abwechseln. Weißt du, so diese schöne Monotone, was ja auch den Song von Shaq West so gut macht und so. Aber der ist krass. Der ist wirklich krass. Na, kommen wir jetzt zu Young Gun oder Christopher Gunn auf Soundcloud und dann checken wir mal den guten Beat 35. Ich weiß nicht, benennst du deine Beats so, je nachdem, wie viel du jetzt schon gemacht hast? Das ist eigentlich auch ein cooles System. Manche benennen das nach Frauennamen, manche nach einfach irgendwelchen Titeln. Aber Zahlen, warum nicht einfach mal Zahlen nehmen? Ist auch geil. Also, ich finde, der Beat klingt sehr Lil Yachty-mäßig, auch mit den ganzen Synthes, ganzen Drumlines, auch mit diesen ganzen Soundeffekten sind nice. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auf jeden Fall dieser Deepest Synth am Ende so ein Ticken Overkill ist, weil der lässt den Mix auch so ein bisschen matschig klingen. Aber von der Idee gefällt der mir eigentlich sehr gut. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, dass man es nicht so übertreibt, weil ich fand hier in der Essenz mit diesen... So, weil mit der Anfangsmelo kommt das halt wirklich fresh und da brauchst du eigentlich wirklich nicht mehr viel machen, so. Wie gesagt, ist ja nicht schlimm, ist ja nur meine Meinung, so. Okay, dann kommen wir als nächstes zu Hyrexit, oder ich glaube, das heißt nur Rexit, oder? Und zwar hat der ein Bones-Type-Beat geschickt, also ich denke, also es ist nicht Bones von Dingens, von 187, sondern von, ja, der immer diese Distorted-Songs macht. Ich kenne den zwar, aber ich habe nicht so viel von ihm gehört. Checken wir mal ab, Type-Beat Bones Nummer 3. Ja, Nummer 3. Oh, schön. Schön das Halftime drauf. Kommt nice. Ja, man, Bilder bist brutal. Melos brutal heftigen Vibe gecatcht, Bassline auch on point, so weißt du, hast richtig Bock, das dann ballert, aber leider hängt so ein bisschen dann an den Drums halt, weil wenn du so ein Bild ab hast, dann musst du wirklich einfach nur richtig rein smashen, so. Ich würde dir empfehlen, nimm eine richtig ekelhafte Distorted 808, die schöne Kick von Ozzy, wie heißt die, 5000 oder so, aus dem Batman's Dark Soul Drum Kit. Da machst du die Drums nochmal neu, lädst nochmal neu hoch. Bam, Digga, Hit. Wie gesagt, so Soundauswahl ist bei mir echt so ein Ding, da bin ich halt richtig, richtig kritisch. Und einfach wirklich die 808 muss richtig böse Distorted reinklatschen. Von der Idee, Bombe, wirklich 1A. Build-up auch brutal. Aber leider dann ein bisschen bei der Soundauswahl. Also ich will nicht sagen verhauen, aber daran muss man halt ein bisschen ackern, ne? So, dann kommen wir als nächstes zu Jonah Beats. Ich glaube, ich entscheide mich dann für Starkid, weil mich der Name sehr anspricht. Okay, nehmen wir Starkid. Ja, Mann, Alter, auf jeden Fall. Starkid, sehr brutaler Beat von der Melo.
1:1 Lil Skies mäßig, könnte ich mir richtig vorstellen, so mit schönem Cole Bennett Video und so. Drums gefallen mir auch sehr gut, die sind nicht zu überladen. Die 808 ist so vom Sound sehr gut gewählt für diesen Stil auf jeden Fall. Und auch an die richtigen Stellen die sanfte Kick noch gesetzt, einfach um ein bisschen mehr Bounce zu haben. Was ich mir ein bisschen gewünscht hätte, wäre vielleicht noch so eine Flöte oder irgendwas, was so noch ein bisschen die Hook abhebt. Da ist ja dieser Synthi drin, dieser bisschen pluckige Synth und so. Aber Beat-Titel, nice gewählt, Alter. Kann ich mir richtig vorstellen, dass irgendwer den dann auch Starkid nennt. Also Jonah Beats auf jeden Fall. Props an dich. Kommen wir jetzt nicht zu Produced by 27 auf Soundcloud. Er hat 10-Minute Beat Challenge. 5 Degrees Fine, aber ich glaube, diese 5 Degrees ist ja, glaube ich, auch dieser Lil Peep Song. Ist das auch ein Remix? Billie Eilish, I Don't Wanna Be You Anymore. 27 Remix. Ich gucke erstmal einen 10-Minute Beat Challenge und dann gucke ich, weil irgendwie Remix, ich habe irgendwie nicht so Bock auf Copyright Strike. Hast den auch in 10 Minuten gemacht. Woo. 27. Woo. Gefällt mir von der Melo sehr gut, aber bei dem Beat merkst du auch, okay, da ist der Mix auf jeden Fall on point, die 808 knallt schön, der Sound ist nice, schön die 808 Slides, das ist halt wirklich eigentlich genau mein Ding. Oh, dann gebe ich mir nochmal 5 Degrees Fine, ich meine, Digga, scheiße, ist jetzt auch egal auf Remix und so. Ich habe mir den Song vorher angehört und das, mir ist einfach nur aufgefallen, dass die Drums da richtig low sind, bin mal gespannt. Aber die Melo ist halt geil, weil ich meine, Little Peep und so, schöne Gitarren, immer fresh. Okay, kein Bock, dass Lil Peeps Mom gleich das noch claimt und so. Richtig nicer Remix. Ich habe auch immer das Bedürfnis, wenn ich so einen Song höre, wo du denkst, ey, Alter, Beat ist richtig geil und dann sind die Drums halt so übelster Wack-Shit. Hatte ich auch richtig Bock, einfach einen Remix draus zu machen. Also 27, auch voll zu Respekt an dich und so. Nice. Nice. So, next up ist Scalas. 3 Zs. Scalas. Und ich höre mir an den UFO und Capital Bra. Ja, Mann, Digga, brutal. Gefällt mir auch vom Beat-Switch her. Und diese schönen Transitions zwischen den Drums sind auch heftig. Ich glaube, ich höre mir noch einen an. Ich höre mir nochmal Six God an. Drake, Samra, Capital, Bra. Kennt ihr das, wie unser Boy Alpha Kennern das immer ausspricht? Oder ist es Rapcheck oder Alpha Kennern? Capital, Bra. Oh, Digga, ich kriege es kotzen, ne? Egal. Next. Der heißt Six God. Ach ja, Six God. Six God. Ja, mal noch schön mit dem Reverse Piano fresh. Also, ich muss sagen, Capital höre ich da nicht so drauf. Aber Samra gut getroffen. Drake kann ich mir auch vorstellen. Schön die Drums, bisschen oldschoolig, ist auch ein bisschen schneller vom Tempo. Okay, jetzt kommt so ein bisschen der Drake-mäßige raus. Ja, Digga, heftig. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Auch von der Soundauswahl, schön ein bisschen höheres Tempo. Das hörst du ja auch seltener ein bisschen heutzutage. Aber gefällt mir sehr gut. Beide Beats. Super. Okay, dann kommen wir als nächstes zu Nabash. Nabash 37 oder 37. Ich denke, ich höre mir, er hat gesagt, Episch Orbit Villa.
Oh, brutale Melo, ich liebe ja diesen Sonar-Sound, war glaube ich auch der letzte 21 Savage. Oh, jetzt die. Sogar mit Marching Drums. Huiuiui. Ey, sorry, Bro, aber der Chor ist, klingt wirklich sehr schief. Die Melo 1 top. Nimm das Projekt, schmeiß den Chor raus. Marching Drums kannst du eigentlich auch beiseite legen. Mach schön simple Drums und dann hast du so einen richtig schönen 21 Savage Beat. Ist jetzt, wie gesagt, nur mein Taste und so, ist nicht so mein Ding. Aber Bruder, das klingt wirklich ein bisschen sehr schief und so. Aber ich würde sagen, geben wir noch Navasch noch eine Chance. Ja, das gefällt mir schon viel besser. Geht doch, Dicker. Coole Melo, schön gechoppt. Vielleicht noch ein bisschen am 808-Mix arbeiten, aber ansonsten brutal. Also ich weiß nicht so, was bei dem Chor von Episch Orbit schiefgelaufen ist, aber ist nice, ist nice. Und jetzt kommen wir zu guter Letzt zu unserem Boy Token Beats. Bugatti Life, The Dawn Time. Ich glaube, ich nehme Bugatti Life. Ach ja, In Memoriam. Mein Lieblings-Bell-Sound. Aber Vibe eigentlich. Ja. Oh, jetzt ein bisschen mit Reverse. Abwechslung, immer gut. Ja, Mann, Alter. Fresh, gefällt mir vom Vibe. Sehr schöne Melo. Was ich noch vielleicht gemacht hätte, einfach mal nach zwei Bars einfach mal die komplette Melo ein bisschen hochpitchen. Weil es gibt immer ein bisschen mehr Abwechslung rein in die Melo. Und die hat auf jeden Fall, weißt du, die ist so schon nice, wie sie ist. Und dann hast du da einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung drin. Leute, das war's dann auch mit der ersten Folge von Feedback Friday. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und an die Leute, die nicht reinkommen sind, ey, ist gar kein Problem. Ihr seid als nächstes auf der Liste. Ist es so, es soll ja ein wiederkehrendes Format sein. Ich habe jetzt die ersten 10 genommen, dann kommen die nächsten 10 und so weiter und so fort und so fort. Ne, also auf jeden Fall danke fürs Mitmachen. Nehmt euch die Kritik nicht so zu Herzen irgendwie. Ich will euch auch hier nicht schlecht reden. Ich sag einfach nur so, ne, was ich davon halte, weil dafür habt ihr sie hingeschickt. Ja, dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Lasst ein Like da. Und schreibt hin, wer eurer Meinung nach den besten Beat gemacht hat. Und dann werde ich mich bei dem Gewinner dann mal melden. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.